Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich habe in der letzten Folge dieses Ding hier gesehen und dachte mir, okay, laufe ich mal hoch, was bringt mir das? Was bedeutet das Plus da? Hä? Verwirrend. Und dieser Berg ist erst recht verwirrend, weil der so gerade hoch geht, dass man auf ihn rauflaufen kann. Sammelt Herzsteine. Ja, da ist mein Kollege schon wieder offline. Das ist ja herrlich, ey. Das ist ja herrlich. Na, oh Gott. Okay, das war ein bisschen behindert, ich geb's zu. Eure Ausrüstungsgegenstände wurden beschädigt, was du nicht sagst. Ja, na gut, das war dämlich, ich geb's zu. Als nächstes werden wir herausfinden, was dieses Plus zu bedeuten hat. Einfach so verreckt, ich glaub's nicht. So, ich glaube, von hier aus kommen wir auch easy locker auf die andere Seite. Ich finde diesen Berg sehr suspekt, ganz ehrlich. Was ist das für ein seltsamer Berg? Warum ist der so gerade und was bedeutet dieses Plus? Achso, hier steht einer, hier liegt einer. Weißt du was, wir machen das einfach mal just for fun. Für dich, mein Freund. Achso, wir müssen halten wahrscheinlich, ne? Na, jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Ich glaube, der will nicht wiederbelebt werden. Naja, wenn er wieder da ist, weiß er wenigstens, dass er lebt. Ich bin ein guter Junge. So, jetzt kriegst du erstmal aufs Maul. Ich weiß nicht, wie ich zu dir hochgekommen bin, aber ist ja auch egal. Bam, ihr habt keine Chance gegen mich. Ich bin viel zu stark. So. Als nächstes würde ich sagen... Was? Das Gruppenmitglied sollte diese Rolle erfüllen. Ha? Das heißt, ich bin jetzt Boss hier, ja? Ich bin Boss. Dann meinetwegen, was haben wir hier? Wir brauchen eigentlich alles, ne? Komm, hier, da. Nein. Suche starten, mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Und wenn ich der Boss bin, habe ich überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Ganz ehrlich. So, hier haben wir doch schon etwas. Was zum... Erschreckt mich bitte nicht so, ey. Das ist nicht nett. Ich habe kein Mana mehr. Dann spüre mein Ulti. So, jetzt kriegen wir aber hier den schwellenden Herzstein. Und ich würde sagen, wir verlassen die Gruppe, denn ich will nicht unbedingt... Verlies-Modus. Achso. Ich möchte nämlich nicht unbedingt der Gruppenleiter sein, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wo diese Orte sich befinden. Ja, dann verwenden wir mal das hier. Mal gucken, vielleicht finden wir da jemanden. Mit ein bisschen Glück könnten wir alles finden. Es wäre natürlich zu schade, das nicht zu versuchen, denn wir haben ja gesehen, manchmal fehlt sogar ein Damage-Dealer. Achso, das Ding da oben lebt wieder, ja. Mach jetzt, wir schnappen uns den hier. Ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Naja, wir kommen natürlich nicht auf diese scheiß Position von ihm. So, verzieh dich. Ein Frostbogen, den können wir nachher wieder auseinandersetzen. Sauber. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Nein, können wir nicht. Das heißt, wir werden ihn einfach nur auseinanderbauen oder verkaufen. Wir verkaufen den, weil... Ganz ehrlich. Wir machen ja keinen auf Schreiner. Obwohl, wir könnten wir machen. Auf wegzulaufen. Da läuft er einfach weg, die Schlampe. So. Das zu dir. Jetzt kann ich mir endlich dieses Herzständigen ins Kriechen zu holen. So, fehlt nur noch einer und der befindet sich da hinten. Ah, da können wir bestimmt diesen Weg hier nutzen. Ja, scheint doch keiner im Weg zu sein, also können wir uns einfach nehmen.
Danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo müssen wir jetzt hin? Sprecht mit General und Legat irgendwas. Okay. Wo müssen wir dafür hin? Das war die falsche Taste. Gut, wir gucken sowieso gerade in diese Richtung. Ja! Eine Abkürzung. So haben wir ein bisschen Weg gespart. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum wir für diese Fähigkeit Ausdauer brauchen. Weil wir ja auch ranstürmen, ne? Alles andere wäre Schwindel. Formen des Glaubens der Dunkelelfen. Oh, neues Buch entdeckt, sehr schön. Na komm, nehmen wir das klare Wasser mit. Ja, wie kommen wir da jetzt hoch? Ah. Ah, DC erklärte so einiges. Ich kenne diesen Ort. Wir haben hier vor vielen Jahren unser letztes Gefecht ausgefochten. Hinfort! Warum bin ich hier? Warum wurde ich beschworen? Helft mir, es zu verstehen. Erzählt mir von eurem letzten Gefecht. Wir traten den Rückzug an und verloren stetig an Boden, ob Feste oder Bollwerk. Ganze Kompanien gingen bei der Verteidigung unseres Volkes unter. Die Nedir belagerten unsere Städte und brannten unsere Höfe nieder. Unsere Zauberer fassten einen Plan und wir lockten die Menschen hierher. Was habt ihr getan? Wir zogen eine Linie in die Asche. An diesem Tempel verkündeten wir, dass wir keinen Schritt mehr weichen würden. Meine Truppen hielten die Front unten im Flussbett, während Sadal und ich das Opfer vollzogen. Wir wurden zu den Brüdern des Zwists und als Brüder beendeten wir diesen Krieg. Okay. Seltsame Story. Vielen Dank. Okay, jetzt müssen wir nur mit dem anderen sprechen und der sagt wahrscheinlich, ich habe alles alleine getan, er hat nichts getan, weil ich sein Bruder bin. Und Brüder verstehen sich ja normalerweise nicht, ne? Und dann müssen wir wahrscheinlich hier auf dieses Plateau rauf. Ja, der kritische Schaden ist schon echt enorm von meinem Ansturm. Wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze zusammenskillen. Wir müssen das echt ein bisschen variieren, was wir am besten, was wir am meisten benutzen. Und was wir auch definitiv brauchen werden. Achso, ich dachte, jemand wäre hinter mir her. Ist das der andere Altar? Ja, da hinten steht er. Achso, hier waren wir ja schon. Hier sind wir an dem vorbeigelaufen, weil unsere Leute hier lang gelaufen sind. Halt! Hier fand die letzte Schlacht statt. Warum bin ich hier? Helft mir, die Vergangenheit zu verstehen. Erzählt mir von der Schlacht. Mein ganzes Leben lang habe ich für die Chima gekämpft. Ich focht mit den Dwemern und vertrieb die Bestien aus den Aschlanden, bis eine größere Bedrohung sich erhob. Die Nidier überfielen Steinfälle voller Gier nach Blut und Land. Sie waren Männer des Nordens, brutal und grausam. Den Chimer drohte eine Niederlage? Mein Bruder und ich waren die größten Generäle der Chimer. Doch selbst wir konnten die Flut aus nedischen Muskeln und Eisen nicht aufhalten. Wir waren verzweifelt. Der Plan der Zauberer, die Brüder des Zwist zu erschaffen, schien uns ein Ausweg zu sein. Und ihr habt euch dafür entschieden? Natürlich haben wir das. Wir hätten verloren. Unser Heimatland und alles, wofür wir gekämpft hatten, drohte in die Hände dieser abscheulichen Menschen zu fallen. Es konnte keinen Frieden mit den Nedian geben. Ich wurde zu einem der Brüder, um meinem Volk zu dienen. Hab Dank, Sadal. Okay, das ist alles ein bisschen eigenartig. Okay. Gehen wir dahin zurück. Aber erstmal vernichten wir diesen kleinen Scherzkeks hier. Bats! Oh, sind zu zweit. Einfach ausgewichen. Wo ist das Problem? Täumen wir den Hans Wurst nochmal. Okay, die sind jetzt Level 9, die sind jetzt keine große Gefahr, aber trotzdem, wir haben es gerissen. Ich habe nicht genug Mana, um da reinzugehen. Okay, ich muss.
So. Das ist ein Spieler. Ich wollte schon sagen, wir sehen jetzt so dämlich aus. Lass mich vorbei. Was machen die kleinen Viecher hier überhaupt? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Hä? Lass mich durch. Achso, das ist eine Rolle. Aha. Ihr habt mit den Geistern gesprochen. Was habt ihr erfahren? Ja, es gab zwei Kommandanten. Sie sprachen von einer Schlacht und einem Opfer. General Balret und Legat Sadal. Meine Annahmen waren korrekt. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Durch euer Gespräch mit ihnen seid ihr nun auf die Schlacht zwischen den Chima und den Nedian eingestimmt. Jetzt müsst ihr nur noch in die Vergangenheit treten. Und wie mache ich das? Natürlich, ich vergaß. Ihr habt diesen Plan gar nicht erdacht. Im Fuße der Statue, etwas nördlich von hier, befindet sich ein Schrein, der Boetia geweiht ist. Geht dorthin und bietet den Brüdern die Herzsteine an. Ich werde nachsehen, was mir die Vergangenheit zeigen kann. Eine Sache müsst ihr wissen. Ich möchte diese Chance nicht vertun, nur weil ihr einen dummen Fehler macht. Die Personen in der Vergangenheit werden euch als einen von Balrets Soldaten ansehen. Spielt eure Rolle. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr das nicht tut. Ich würde es gerne erfahren. Könnt ihr, ich könnte euch vielleicht helfen, wenn ich mehr über die Vergangenheit wüsste. Eine Geschichtsstunde? Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Geschichtsstunde! Die Geister erwähnten die Chimär. Wer waren sie? Ich meine, wir wissen es eigentlich schon, aber wir ziehen uns nochmal rein für alle, die Skyrim nicht so begeistert finden, aber Elder Scrolls Online begeistert finden. Bringt man euch denn heute gar nichts mehr bei? Vor langer Zeit waren wir die Chima, mit heller Haut und hellen Augen. Wir verehrten die guten Daedra. Um den Aufstieg der drei zu feiern, schenkte man uns diese dunklere Hautfarbe. Und für immer da das Reich von Morrowind. Also ich kenne eine ganz andere Geschichte, mein Freund, aber lassen wir das so stehen. Wer waren die Nedler? Eindeutig ein etwas obskureres Thema. In uralten Tagen zogen die Stämme der Nedier plündernd durch das Land. Ihre Nachkommen nennen wir heute Nord. Schon damals waren sie furchterregende Krieger, voller Eroberungsdrang. Also kleine Randnotiz für alle, die gerne Elder Scrolls Wissen haben möchten. Die Chima und die Dwemer haben erbitterlich gekämpft. Die Chima haben verloren und mussten sich dann unter der Erde verstecken. Und somit haben sie quasi die Städte irgendwann infiltriert, weil sie dann von ihren Höhlen einen Zugang zu deren Stadt hatten. Und als die Dwemer halt verschwunden waren, waren da überall die Chimär. Aber durch die tausenden Jahre, wo die Chimär unter der Erde waren, haben sie sich natürlich zurückgebildet. Sie haben ihre Nase verloren, sie wurden grau, sie wurden blind und haben ein perfektes Gehör entwickelt. Das dazu, wie die Chimär von Skyrim entstanden sind. In was für eine Schlacht waren sie verwickelt? Früh in der ersten Ära, als die Chima noch neu in Morrowind waren, begannen die Nedia eine Invasion. Die Schlacht, die Sadal und Balret hierher führte, war der Höhepunkt dieses Krieges. Die Chima sahen sich zu verzweifelten Maßnahmen gezwungen, um zu überleben. Ganz genau, sie gingen unter die Erde. Was machen all diese Skampen hier? Eine große Macht hat hier eine Spalte ins Reich des Vergessens gerissen, die niemals ganz geschlossen werden kann. Skampen sind die Skever dieses Reichs, die sich durch die Risse zwängen. Übel riechende, feuerspuckende Skever, die meine Helfer getötet und mich aus den Ruinen vertrieben haben. Tja, die ist kacke. Na gut, jetzt haben wir alles erfahren, was wir wollten. Und müssen jetzt nur noch in die Vergangenheit. Dafür müssen wir hier rein. Bringt ein Opfer am deadrischen Altar bei. Ah, das sind die beiden, ja. Hallo Jungs, wie geht's euch? Balret, von dir habe ich doch schon so oft was gehört. Wir merken uns das mal. Brüder des Zwist, Balret. Sprecht mit Zaubererin Nilale. Ah, da sie. Halt, Soldat. Die Nedia versammeln sich knapp außerhalb der Kammlinie. Ich muss mit General Balret sprechen.
Habt ihr ihn gesehen? Der General hat mir befohlen, mich bei euch zu melden. Was benötigt ihr? Er kommt gerade noch rechtzeitig. Unser Volk wird abgeschlachtet. General Balred muss sich am Altar vorbereiten. Schmutzige Angelegenheiten stehen uns bevor. Es wird Zeit, diesen Wilden zu zeigen, was es bedeutet, sich mit den Shima anzulegen. Also ich nehme Gold aus der Vergangenheit mit. Habe ich das so gut verstanden? Ja? Na gut, ich weiß nicht, ob das so gut tut. Blut. Ihre Gewalt soll gerecht werden. Soldat, seid ihr bereit zu beginnen? Was muss getan werden? Tötet die Truppen der Nidia. Lasst die Flüsse sich rot färben von ihrem Blut. Ihre Herzen sollen eure Trophäen sein. Habt ihr erst einmal die Frontlinien gelichtet, muss der Häuptling der Nidia bezahlen. Wir, die Chima, haben bereits genug bezahlt. Jetzt ist der Feind an der Reihe. Ich muss ihren Anführer töten? Genau. Der Häuptling der Nidia heißt Ornska. Tötet sie und schneidet ihr das Herz heraus. Begebt euch zum Ritualaltar in die Mitte des Tempels, sobald dies vollbracht ist. Wir werden warten. Ich werde es tun. Es ist Gerechtigkeit, dass das Blut der gefallenen Nidia den Weg zu ihrer Vernichtung ebnet. Geht, Soldat. Tötet die Truppen und erschlagt Ornska. Meldet euch dann am Ritualaltar. Sagt mir, warum ist die Armee hergekommen? Unser Rückzug war kein Zufall. Nur an diesem Ort dädrischer Macht können wir das Ritual der Herbeirufung abschließen. Wir werden die Dädra aus unserer dunklen Ebene reißen, sie aufschlitzen und danach mit ihrer Macht und dem Blut der Nidia unser Volk retten. Okay. Das ist ja so einiges. Wir sind fast Level 13. Leider nur fast. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt rausgehen und gucken, wie die Vergangenheit aussieht, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.